Herzlich willkommen zu einem Unboxing-Video. In diesem Falle haben wir können es hier lesen, ein 2,5 Zoll, 3,5 Zoll Double SATA HDD SSD Docking Station. Easy Plug and Play und USB 3.0. Also im Prinzip einfach gesprochen, eine Docking Station für Festplatten, um diese halt komfortabel am PC anzuschließen. Eine Marke haben wir hier nicht vorliegen. Es ist im Prinzip ein günstiges Fernostprodukt. Hat auch inklusive Versand nur 28,90 Euro gekostet. Das Einzige, was man als, Modellbezeichnung gelten lassen kann, ist hier Modellnummer DDS01. Ja, ich mache mal kurz noch mal ein bisschen Licht an. So sieht das Ganze nochmal ein bisschen schöner aus. Was haben wir hier? Wir haben hier kompatibel mit allen 2,5 Zoll, 3,5 Zoll SATA 123 HDD und SSD. Unterstützt Superspeed USB 3.0 mit bis zu 5 Gigabit pro Sekunde. Unterstützt UASP SATA 3 mit 6 Gigabit pro Sekunde. Dann unterstützt 4 Terabyte HDD und darüber. Ob jetzt die kleineren Terabyte-Festplatten auch darunter zählen, gute Frage, das steht hier nicht. Aber es wird sicherlich so sein, dass die auch unterstützt werden. Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1, Plug-and-Play, LED-Statusanzeige und unterstützt Backup oder Duplizieren auf Knopfdruck. Ja, muss man wissen, ob man das braucht. Hier unten haben wir dann natürlich nochmal so ein paar nette kleine Icons, ne, Macintosh, Windows, Windows 8, ne, SSD, SATA, also weiß man, wie alt das ungefähr ist, wenn hier ein Windows 8 Zeichen drauf ist. Dann hier die Klonfunktion, 2,5 Zoll SATA und 3,5 Zoll SATA HDD und halt USB 3.0. Ja, das haben wir hier hinten noch. Hier haben wir halt noch so eine kleine Kurzbeschreibung. Diese Dual Docking Station können Sie als einfache Docking Station oder Festplatten-Duplikationseinheit ohne PC verwenden. Das Gerät unterstützt bis zu 4 Terabyte oder höher. Sie besitzt eine LED-Statusanzeige, Backup-Funktion auf Knopfdruck oder HDD-Vervielfältigung ebenfalls auf Knopfdruck ohne PC. Ja, Packungsinhalt haben wir hier nochmal als Ergänzung. Das hat man noch nicht. Jetzt einmal die HDD Docking Station, Netzteil, Netzkabel, CD-Software, Bedienungsanleitung und USB 3.0. Naja gut, die Software braucht man in der Regel nicht. Ne? Und wir haben hier dann noch was auf den Hersteller hindeutet. Erstmal natürlich Made in China, www.rombutech.de. Naja, bestimmt eine ganz tolle Firma mit wunderbarem Betriebsklima. Aber gut, wir schauen uns das Ganze jetzt einmal von innen an. Der Karton ist schon kaputt gegangen. So. Was haben wir hier drin? Wir haben hier drin erstmal ein bisschen Verpackungsmüll mit einer Aussparung, um hier die Docking Station vernünftig zu schützen. Das Ganze kommt ja sicherlich wahrscheinlich auch in so einem schönen großen Container per Schiff. Wir nehmen einfach mal hier alles einmal raus. So, was haben wir hier noch? Darunter haben wir noch eine Bedienungsanleitung und einen Zettel. Schauen wir uns auch gleich mal an. Oh, eine CD. Oh, ja. Mit einer ganz tollen Hülle. So, dann haben wir hier noch einen kleinen Karton. Ne, doch kein Karton. Ist aber nur eine Pappe. So, der Karton kommt schon mal weg. Ja, was haben wir hier? Hinweise. Aha. Zum Klonen der Festplatte ohne Computer. Das USB-Kabel darf nicht am Computer angeschlossen bzw. mit dem Computer verbunden sein, da die Docking Station sonst nicht in den Klonmodus schaltet. Ja, die Fortschrittsanzeige im Klonmodus bewegt sich in Form der farbigen LEDs mit Prozentanzeige. Ist eine Stufe zum Beispiel 25% geschafft, bleibt diese stehen und die Anzeige wechselt nur noch zwischen 50 und 100 hin und her. Das Klonen von der 1 TB Festplatte benötigt etwa 1,5 bis 2 Stunden. Am Ende bleibt die Anzeige auf 100% stehen und die Festplatten schalten sich ab. Hört sich nett an. Nicht schlecht. Okay. Was haben wir noch? Wir haben hier diese wunderbare CD-Hülle. Die kann man eigentlich gleich wegschmeißen. Und hier diese tolle CD. Ne, braucht man in der Regel nicht, wird unter Windows automatisch installiert.
kann man ja mal drauf gucken, was da so drauf ist. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein User-Manual. Da steht dann auch noch ein bisschen was drin. Sogar auch in Deutsch. Im Prinzip dasselbe, was auf der Verpackung auch stand. Was haben wir hier? Rückgabegründe. Aha, ein Rückgabeschein. Der hat richtig gute Qualität hier, richtig gute Papierqualität. Ich habe einen falschen Artikel bestellt, der Artikel wurde falsch geliefert, der Artikel ist beschädigt, die Lieferung dauert zu lange, sonstige. Aha, und hier nochmal Gerät startet nicht mit Fehlerbeschreibung und so. Ja, nicht schlecht. Brauchen wir wahrscheinlich nicht. Gucken wir mal. Was haben wir noch dabei? Wir haben hier noch ein USB-Kabel mit dabei. USB 3.0. Wenn man das so möchte. Ist hier auch blau gekennzeichnet. Hier den speziellen Anschluss fürs Gerät und hier dann natürlich den Anschluss für die Docking Station. Das Kabel macht einen ganz wertigen Eindruck, ist natürlich auch nicht sehr lang. Ne, ich sag mal so, von der Kabeldicke her nicht schlecht. Dann haben wir hier noch ein Netzteil, das ist ein Standardnetzteil. Sieht man öfters mal mit diesen gewählten Formationen. 12 Volt, 2500 Milliampere. Ja, könnte auch für eine Fritzbox passen. Nicht verkehrt. So, dann kommen wir zum Spannendsten. Fühlt sich aber leicht an. Zu dem Festplatten-Docking-Station-Gerät. Hier ist noch so ein Anti-Kratz-Foliengedöns drumherum. Das machen wir jetzt erstmal ab. Klebrig. Ja, naja. Klavierlackoptik, ganz nett. Wir haben ansonsten, es ist sehr leicht. Es ist im Prinzip auch nicht viel drin, außer eine kleine Platine. Das Netzteil ist ja extern, das ist ja hier dieses Ding. Ja, und ein bisschen Plastik drumherum, ne, damit das Ganze auch vernünftig steht. Ne. Hier haben wir eben dann die Klappen, um die SATA 3,5 Zoll Festplatten hier einzuschieben. Und hier eine Aussparung, wo die 2,5 Zoll Platten, also 3,5, 2,5, hier ins Gerät passen. Wir leuchten mal rein hier in die gute Stube. Ja, also es ist auch schon ein bisschen aufwendiger produziert, weil man sieht unten nicht die Platine, man sieht unten nur die Anschlüsse. Das ist ganz gut geregelt. Bei den ganz billigen sieht man unten die Platine und das ist dann so ein bisschen, naja, ne? Ja. Wir haben hier sogar auch ein CE-Zeichen drauf. Das bedeutet heute zwar nicht viel, weil ne, das wird ja überall drauf gedruckt. Aber das Gerät macht, also nicht vom Gewicht, aber so allgemein einen ganz guten Eindruck. Wir haben hier dann im Prinzip auch diese Klontaste und hier an und aus HDDA, HDDB, jedenfalls noch eine hier kleine LED-Anzeige und hier dann, wenn man klont, 25, 50, 75 und 100%, das soll dann wohl blinken. Ja, wir haben auf der Rückseite hier im Prinzip den USB-Anschluss, sitzt auch gut drin das Kabel. Nicht schlecht. Hier den 12 Volt Stromanschluss und hier haben wir dann noch den On-Off-Knopf. Der macht auch einen ganz guten Eindruck. Ne, das hat auch nicht jedes Gerät. Kostet halt in der Herstellung noch mal ein paar Cent mehr. Ne, das ist schon nicht verkehrt. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Überblick über dieses Produkt geben, auch wenn es jetzt ja kein Markenprodukt ist, und wünsche einen angenehmen Tag.